Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda The Minish Cap. Ach Quatsch, meine Fresse. Von The Legend of Zelda A Link to the Past, was ganz, ganz anderes im Endeffekt. Wir sind wieder zurück mit unserem Helden Link. Und wir machen uns nun gleich auf in den Ostpalast oder wie auch immer das Ding heißt hier. Das Teil auf jeden Fall. Den ersten Dungeon. Den ersten richtigen Dungeon. Und ja, genau. Das machen wir jetzt. Und zwar in 3, 2, 1 und... Bup. Da ist er also, der östliche Palast oder wie auch immer wir ihn nennen wollen, ich weiß es nicht. Nennen wir ihn einfach Ostpalast. Oh, ich bin so unglaublich kreativ. Okay, wir besiegen diese Gegner hier und treten auf den Scheiter. Unglaublich interessant. Oh, wie geil. Ja, das ist mit im Endeffekt der Palast, den ich bisher am meisten gespielt habe, den wahrscheinlich jeder am meisten gespielt hat. Ich habe ja gesagt, ich habe das Spiel noch nie wirklich komplett durchgespielt. Leider. Peinlich genug ist es. Und ich weiß, dass ich früher als kleiner Pimpfi an dieser Stelle mit diesen blöden, verschissenen Kugeln immer und immer wieder, ja, quasi fast gestorben bin. Weil ich einfach zu blöd war, beziehungsweise nicht die Reflexe hatte, diese unglaublichen Matrix-mäßigen Reflexe hatte, diesen Dingern auszuweichen. Hat man ja gerade gesehen, das war schon wieder alles ganz, ganz knapp. Und ja, keine Ahnung, aber ich bin ganz froh, dass es mittlerweile relativ gut klappt. Ansonsten wäre das etwas peinlich geworden jetzt, aber nur ein ganz kleines bisschen. So, wir folgen jetzt mal hier die Skelette, die kennt man ja mittlerweile, die rumschüpfenden Skelette, die einfach immer nicht getroffen werden wollen. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft. So, dich drängen wir auch noch irgendwo in eine Ecke. Na, dann muss halt in die Ecke. Ey, auf mich reinzuspringen. Was ist das denn für ein arschiges Ding? Also wirklich. So, gehen wir direkt mal weiter. Das erste Element wartet natürlich noch auf uns. Ach, das war die Taste für Items. Ich wollte dich eigentlich angreifen. Okay, ich war mir nicht mehr sicher, ob man dich angreifen kann oder nicht. Gut zu wissen, dass ich dich nicht angreifen kann. Hättest du mir aber vorher sagen können. Mann, ey. Über diese rücksichtslosen Schweine, die man nicht sagen, ob sie angreifbar sind oder nicht. Wie soll man denn so arbeiten? Ich verstehe das nicht. Falsche Taste. So, Moment, hier. Das war A. Hey, wir haben die Karte bekommen. Sehr schön. Dann ab mit uns hinunter. Sehr gut, hat geklappt. Kommen wir hier irgendwo hin? Nee, sieht nicht so aus. Wir müssen hier tatsächlich hochlaufen. Das geht aber auch. Und ich denke mal, dann kommen wir direkt wieder hier in dem Raum mit den Skeletten an. Genau. Sehr schön. Das bedeutet, das war alles, was wir hier machen konnten. Und wir können wieder abmarschieren. Das hat sich ja voll gelohnt. Dann schauen wir doch mal auf der linken Seite, was wir hier so finden können. Einen weiteren Scheiter natürlich, wie sich das gehört. Ha. Und die Musik und alles. Dieser erste Palast, der hat mich schon echt, der beeindruckt einen echt schon so als kleinen Pimpf. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Eine Fresse, diese Viecher gehen mir total auf den Keks gerade. Ich bin froh, dass sie noch keine ihrer blöden Knochen werfen können. Das ist am schlimmsten, die Skelette, die wegköpfen und dich dann auch noch beschmeißen. Plänkel-Skelette. Ah, ekelhafte Viecher. So, danke für den Pfeil. Können wir doch ganz gut gebrauchen. Ich meine, nein, vielleicht können wir ihn gebrauchen, wer weiß es schon. Ich weiß ja nicht, was für ein Item wir in diesem Dungeon hier bekommen werden. Aber sicherheitshalber, ja, vielleicht können wir die Pfeile ja demnächst mal gebrauchen. Ich weiß es ja nicht. Kann sein, wir kriegen es auf jeden Fall in den Arsch geschoben. Autsch, und ihr kriegt mein Schwert in den Arsch geschoben. So, kommt her. Ja, sehr fein. Perfekt. Schön, dass die ganzen anderen Skelette auf dem Boden nicht aufwachen, aber ich glaube, das sollten einfach nur darstellen, dass in diesem Raum viele Leute gestorben sind, denn es ist eine Falle. Und, ja. Deswegen. So, wir kriegen direkt den Kompass und damit haben wir eigentlich die wichtigen Items schon direkt zusammen. Perfekt. Können wir wieder aus dem Dungeon rausgehen. Mehr brauchen wir nicht. Oh, was haben wir denn hier? Strudel! Ich bin es, der Dorfälteste Sahasrala! Okay. Ein guter Rat von mir. Mit dem Schatz aus diesem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Lass sie dir nicht entgehen. Okay, danke, Sahasraeli. Ich werde daran denken und mir deinen unglaublich tollen Rat, beherzigen und das Item in diesem Dungeon aufsammeln, ohne dass ich den Endboss sowieso nicht besiegen kann. Pfeife. So, was haben wir denn hier?
Was? Verschlossen? Na, dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Ahohoho, diese Schweine. Hauen mir eine riesige Truhe vor die Nase und lachen, sorgen dann dafür, dass ich die nicht einsammeln kann. Wie gemein ist denn das, bitteschön? Oh. Und wir haben, glaube ich, Maximum von 30 Pfeilen. Zumindest habe ich schon einige eingesammelt, aber immer noch nur 30. Also würde ich mit meinem unglaublichen Intellekt direkt mal daraus schließen wollen, dass wir maximal 30 Pfeile mit uns umschleppen können. Bisher. Okay, jetzt wird's anstrengend. Diese Viecher verfolgen einen. Das ist so, also, die verfolgen dich nicht, aber die füllen halt den gesamten Raum. So. Das ist so viel einfacher, die Viecher auf diese Art und Weise zu besiegen, glaubt mir. Es ist herrlich. So, hier ist ein Schlüssel versteckt gewesen unter einem, unter einem der Pötte. So, weiter nach Süden ging's nicht. Ich wollte mal gucken, ob uns vielleicht noch Raum wäre oder sowas. Meine Fresse! Ich konnte nicht mal das Geld aufsammeln, so eine Kacke! Das Geld doch haben, Mann! Scheiße! So, und ich glaube, in diesem Raum, weiß ich nicht. Ich habe zumindest das Gefühl, dass hier irgendwas auf uns wartet. Apropos gepanzerte Gegner, ne? So, komm her. Na, komm her. Na, komm! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah! Na, komm. Na, komm. Guck mich an. Guckst du, da guckst du, ne? Da guckst du. Was guckst du? Was guckst du? Dein. Ach, verdammt, noch eins. Jetzt mach deine Augen wieder auf hier. Komm, her. Ja. Guckst du, wa? Guckst du. Guckst du. Und dann kommen diese Viecher. Ah! Scheiße. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Oh, wie gemein. Ah, ich konnte nicht ausweichen. So eine Scheiße. Aber wir haben hier den Schalter aktiviert. Und wir haben den großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Das Beste ist, dieser große Schlüssel wird nicht her... Ach Mann, komm. Echt jetzt ein Treffer noch eingesteckt so gegen Ende? Leck's mir doch am Arsch. Ist das... oh Gott, das ist... schlimmer als diese blöden Kugeln. Wesentlich schlimmer als diese blöden Kugeln. Ist ja zum, nicht zum Aushalten hier. Meine Herren. Ah, Drecksviecher. So, zum Glück sind hier, müssten hier eigentlich Herzen versteckt sein. Sind natürlich keine versteckt. Aber gut. Schade. Hätte ich vielleicht nicht einfach aufsammeln sollen. Du hast den Bogen gefunden. Jetzt verschieße Pfeile, solange dein Vorrat reicht. Ja, ist gut. Da. Bogen. Oh Gott. Überall. Verfickte Gegner. Oh Gott, was tut ihr? Holy shit-a-roni. Man kann es auch übertreiben. Wow. Kacke. Damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet. Ja, nee, falsche Taste. So, komm. Scheiße. Und jetzt die ganze Zeit dieses Geräusch. Oh, das wird super. Ihr werdet gleich meinen ersten Tod wahrscheinlich mit ansehen müssen hier. Oder auch nicht, denn man kann sich ja aufhalten, total vergessen. Haha, seht ihr, so geil ist das. Einfach an den Top rin springen, perfekt. Ah, das wusste ich noch nicht mal. Das wusste ich gar nicht. Ich habe gerade irgendwie gerade so, ich habe zum ersten Mal gesehen, dass man hier reinspringen kann. Hab mir gedacht, was passiert denn da? Ja, habt ihr gesehen, was passiert ist, wa? Meine Herren. Lustig. Nice Meme. Oh Gott, was passiert mit mir? Oh, nee, was passiert gerade mit mir? Warum habe ich das gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Komm, na komm. Guckst du, wa? Guckst du. Bäm. Und den kleinen Schlüssel haben wir bekommen. Schön. So, du auch tot. Sehr schön. So, hier könnten wir natürlich die Lampen anmachen oder so ein Scheiß, aber das brauchen wir natürlich überhaupt nicht. Schon mal ganz kurz hier rechts, was wir hier finden können. Der Raum für die Geldgierigen.
die dabei ihr Lebens aufs Spiel setzen. Nein, du Mist! Du... Ah! Was war denn das gerade? Du solltest einfach nur die Treppe hochgehen und... Bleib da einfach mal hängen! Bleib da einfach mal rotzfrech, bleib da hängen! Soll ich denn, so kann ich nicht arbeiten. Mann, ey! So eine Scheiße! Okay. Ja, ihr könnt ihr sehen, auch wenn wir den Masterschlüssel bereits haben und damit die Tür aufgeschlossen haben... Ach, komm! Oh, die Arschgeigen ziehen mir sogar noch Energie ab. Sehe ich das gerade richtig? Ja! Die ziehen mir sogar noch Magie-Energie ab. So eine Kacke. Schon wieder die falsche Taste. Ey, dreh nochmal durch hier. So. Das Schlimmste ist, der Raum der Albträume kommt jetzt noch. So. Willkommen in der Hölle. Ich hab's geschafft. Ja. Gott. Okay, ich verkacke, aber egal, wir haben es gleich geschafft. Komm her. So. Sehr gut, zwei Schüsse hat es gebraucht und hier müsste noch ein Pfeil drunter. Nein, hier ist ein Herz natürlich drunter. Egal, ich glaube mit 26 Pfeilen sollten wir den Endboss auch schaffen. Auch wenn wir hier sogar uns gleich nochmal auffüllen könnten, so wenn ich das richtig einschätze. So. Puh, meine Fresse. Okay, jetzt sammeln wir noch schnell die Pfeile ein hier. So, perfekt. 30 Pfeile und ich denke mal, jetzt sollte der Boss auf uns warten. Na, was bist du denn? Hass. Absoluter Hass. Ach komm! Jetzt hör doch mal auf, mich mit jedem Scheiß hier zu treffen! Eigentlich muss man sich hier wirklich nur in die Ecke stellen und dann ist alles sicher. Sei natürlich, die beschließen, da hochzuspringen, aber trotzdem. Das Schlimmste ist... Sobald nur noch einer übrig ist, dreht er durch. Ah! Und das Schlimmste ist, wenn ich die falsche Taste drücke, dann greife ich ihn natürlich nicht an. So. Kommst du her? Komm her! Hä? Nein! Ah! So. Das ist der ganze Endboss-Kampf im Endeffekt. Gott! Ich bin zu blöd für dieses Spiel. Nein! Nein, 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 nein. Ja, okay, komm. Der hat natürlich auch mehr aus als die anderen. Er ist gerade im Saiyajin-Modus, im Red Saiyajin. Oder Saiyajin Red wäre das dann. Ja. Puh! Oh Gott! Zu viel! Zu viel! Wir haben bald noch einen Herzcontainer erhalten. Und kriegen jetzt das Amulett. Oh Gott. Gott. Meine Fresse. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Bringe es zu Sahasrara. Jetzt fehlen nur noch zwei Amulette. Oh, wir werden... kommen überall alles aufgefüllt. Sehr schön. So. Und da haben wir es geschafft. Seht ihr, wir haben es geschafft. Eigentlich müsste ich dieses Mal sehr schnell beenden. Allerdings ist er echt ein bisschen sehr kurz. Deswegen gehen wir natürlich nochmal zurück zu Sahasrara und holen uns von ihm weitere Anweisungen ab, auf was denn nun zu tun sei. Denn der Typ muss uns halt irgendwie helfen, ne? Das ist halt schon ein bisschen das Problem. Jo, hi, es geht. Du hast da ein Loch in der Wand. Ach, das war ja ich. Entschuldigung.
Oh, ich habe übrigens vergessen, welche Stimme ich ihm gegeben habe, also mache ich jetzt einfach eine ganz neue. Tada! Oh, du hast das Amulett des Mutes tatsächlich errungen. So höre nur die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie das Königshaus von Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachte auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen in dem erbitterten Kampf gegen das Böse, um für die sieben Weisen Zeit zu gewinnen, damit diese das Siegel erschaffen könnten. Es heißt jedoch, dass auch aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun, Strudel, ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen... Ich habe seine Stimme irgendwie jetzt fünfmal verändert, mit in diesem Dialog hier. Oder im Monolog eher. Es sind alles Monologe. Ist euch schon mal aufgefallen, dass eigentlich in Legend of Zelda alles Monologe sind? Denn ich antworte einfach nicht. Amulett zu erringen! Hier findest du sie. Nimm dies noch mit. Es ist ein Schatz, der von den Weisen weiter vererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Stiefel! Ja! Zieh dir was an, du Pfeife! Hui! Die Pegasus-Stiefel! Ach nee, hui, die Pegasus-Stiefel. Nun rennst du wie der Wind und kannst alles Mögliche anrempeln. Yay! Halte dazu den A-Knopf eine Weile gedrückt. In einer der Höhlen östlich des Hylia-Sees ist etwas Nützliches versteckt. Okay. Danke für den Hinweis, Opa. So, aber jetzt ist der Part dann doch schon mal vorbei. 16,5 Minuten, das ist ja schon echt scheiße lang. Vergleich, dass sämtliche anderen Parts von anderen Projekten 30 Minuten lang sind? Ja. Aber egal, ist ja Legend of Zelda, da kann man schön kurz halten. Da kann man sich Ziele setzen und so einen Scheiß, ne? Mal lang, mal kurz, mal nichts. Badam. So, ich hoffe mal, diese Folge hat euch damit soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns daran machen, in den nächsten Palast zu gehen, Tempel zu gehen oder irgendwas zu machen. Wir wissen es noch nicht, ne? Wer weiß das schon? Bis zum nächsten Mal dann also. Macht's gut und ciao, ciao.